Hey Leute, vor ein paar Tagen haben wir euch dazu aufgefordert, eure Lieblings-Lifehacks zu filmen und unter dem Hashtag MMD-Community hier auf YouTube hochzuladen. Und wir müssen schon sagen, wir sind wirklich begeistert, wie viele coole Einsendungen es gab. Viel Spaß also bei euren 10 krassesten Lifehacks aus der Community. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 10, der Geschenkpapierhalter. Ihr kennt es vielleicht, wenn die Geschenkpapierrolle immer wieder aufrollt. Oh ja, das kennen wir. Und seine Lösung ist wirklich genial. Er schneidet einfach eine Klopapierrolle auf und stülpt sie über die Geschenkpapierrolle. Und so leicht kann es gehen. Ja, da hast du recht. Machen wir weiter mit der Nummer 9 und dem Stiftehalter. Eine weitere coole Verwendung für eine Klopapierrolle wird uns in diesem Video hier gezeigt. Nachdem man sie schön bemalt hat, stellt man sie einfach auf den Tisch und legt einige Stifte hinein. Und ja, so einfach kann es sein. Der Stiftehalter ist fertig. Weiter geht's mit der Nummer 8, die Überbrückung. Wenn die Akkus eurer Maus leer sind und ihr nur noch eine Ersatzbatterie habt, dann könnt ihr die zweite einfach überbrücken. Legt dazu einfach ein Stück Alufolie ins Batteriefach und auch wenn der Akku nicht allzu lange halten wird, könnt ihr die Maus erstmal wieder benutzen. Machen wir weiter mit der Nummer 7 und der 9er Reihe. Wenn ihr die 9er Reihe ohne Rechnen aufsagen bzw. aufschreiben wollt, schreibt einfach 1x9 bis 10x9 auf ein Blatt und schreibt anschließend die Zahlen von 0 bis 9 als Lösung hinter das Gleichzeichen. Wiederholt nun das Ganze noch einmal von hinten nach vorne und eure 9er Reihe ist fertig. Hätte ich das mal früher gewusst. Machen wir weiter mit der Nummer 6 und dem Mappenproblem. Einige von euch werden es vielleicht kennen. Bei Schnellheftern stehen immer diese Metallteile hier ab. Um dafür zu sorgen, dass diese flach am Papier anliegen, legt den Hefter einfach auf die Tischkante und biegt die Metallstücke einfach etwas weiter nach unten. Problem gelöst. Und die Nummer 5, der Kopfhörertrick. Spreizt eure Finger so auseinander und wickelt das Kopfhörerkabel über Kreuz um die Finger herum. Zieht nun das Kabel ab und wickelt das letzte Stück um die Mitte und steckt anschließend den Stecker in eine der Schlaufen. Euer Kopfhörer ist nun aufgewickelt und kann sich in eurer Tasche nicht mehr verheddern. Ziemlich praktisch. Weiter geht's mit der Nummer 4 und dem Zirkel. Wenn ihr einen Zirkel braucht, aber gerade keinen zur Hand habt, dann klemmt einfach zwei spitze Bleistifte so in eine Büroklammer und nutzt einen als Nadel und einen als Stift. Ziemlich cooler Trick. Weiter geht's mit der Nummer 3 und dem Chips-Trick. Wenn eure Chips schon seit ein paar Tagen liegen und nicht mehr knusprig sind, dann deckt sie einfach mit einem Stück Küchenrolle ab und legt sie in die Mikrowelle. Nach ein paar Sekunden ist die Feuchtigkeit in der Küchenrolle und die Chips sind wieder knusprig. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2 und dem Edding-Entferner. Wenn ihr euch mit einem Edding verschrieben habt, dann sprüht einfach etwas Deo auf die Stelle. Das Lösungsmittel im Deo wird die Farbe lösen, sodass sie sich ganz leicht wegwischen lässt. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und dem Milchtrick. Ja, einfach ein Klassiker, aber für alle die von euch, die ihn nicht kennen, wenn eure Milch beim Herausschütten aus der Packung auch immer so gluckert, dann haltet sie doch einfach mal andersherum. Nun kommt mehr Luft beim Schütten in die Packung und die Milch fließt wesentlich ruhiger. Ja Leute, erstmal vielen Dank für eure coolen Einsendungen und wenn ihr wollt, dass wir noch so ein Video machen, dann postet einfach weiter coole Lifehacks und auch gerne lustige Sachen wie diesen Gameboy-Emulator unter dem Hashtag MMDCommunity. Und sobald wieder ausreichend coole Hacks am Start sind, werden wir euch die nächsten 10 Lifehacks zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt, dass wir sowas öfter machen, dann zeigt uns das doch mal mit einem Daumen nach oben. Hier haben wir jetzt noch das Community-Video aus der letzten Woche für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war's das für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.